willkommen. Wir machen weiter mit Dead or Alive, und zwar den Quests. Jetzt kommt Quest Nummer 4 von 104, und zwar die Pan-Pazifische Forschung, asiatische Seele mit Hitomi. Hier haben wir zwei... schließe die Quest ab, bewirke mit einer Kombo 35 Schaden, greife zwei mittleren Schlägen, Schlägen an. Okay, da wollen wir mal schauen, ob sich das machen lässt. Ich denke mal schon. 104 Quests ist natürlich schon ein Wort, ne? Hayabusa, Hayate und andere Mittelgewichtcharaktere können höher geworfen werden mit Schwergewichte. Daher ist die Anwendung von Jonglieren auf sie einfacher. Okay. Da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwie was machen. Ist auf jeden Fall, die Quests sind schon spaßig. Spaßig auf jeden Fall als die Story. So, jetzt kommt gleich Achtung und los. Wird ja richtig übel, ne? Ah, genau diese Specials in der Arena. Da gibt es ja verschiedene Ebenen in den Arenen. Das werden wir dann später auch noch sehen. So, zack. Bam. Nicht schlecht. Also die ist auch ganz gut. Ich hätte jetzt nicht so diese... Oh, das war's schon. Okay. Das ist natürlich ein übel, diese Special Moves mit R1. Das ist echt total übel, ne? Geht auch hier mit L1, aber hier ist er wirklich... Ah, den habe ich den falschen genommen. Dann nochmal. Habe jetzt gar nicht auf meine Verteidigung geachtet. Oh, was für ein Kick. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Willst du es nochmal versuchen, ne? Wenn sie wollen, kein Ding, ne? Aber gut, hier wieder X drücken. Sonst steht es da wieder ewig. Und wir wollen zurück. Ja, mittlere Schläge. Wir haben ja nur mit den Special Moves ausgeteilt. Jetzt wollen wir natürlich... Ah ja. Neuer Eintrag in der Dead or Alive Enzyklopädie freigeschalten. Alles klar. Dann wollen wir zurück zur Questliste. Da schauen wir mal, wie die nächste Quest heißt. Und die machen wir dann natürlich dann auch, ganz klar. Genau, das war diese hier. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit Quest Nummer 5. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit diesem Teil. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst ein Like da, kommentiert oder abonniert uns, wenn ihr noch weiteres sehen wollt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.